Ich bin heute am Organisch-Chemischen Institut der Uni Münster und schaue mir den Beruf des Glasbläsers an. Vielleicht darf ich hier auch selber was machen. Wie sieht die Ausbildung überhaupt aus? Ja, das ist ein Glasapparatebauer, ist ein ganz normaler Handwerksberuf. Wir haben immer unterschiedliche Sachen. Wir machen vielleicht mal zehnmal das gleiche Teil, aber das war's dann auch. Wie arbeitet man sich da langsam ran? Ja, es gibt den Ausbildungsrahmenplan, wo drin steht, was man lernen sollte, von wann bis wann. Naja, und wenn man den durchgearbeitet hat, irgendwann kommen die Prüfungen. Und in der Prüfung, was macht man da? Ja, da werden Pflichtstücke verlangt, die man hier am Arbeitsplatz baut, mitnimmt. Und es werden dann Arbeitsproben, muss man machen da. Es kommt vor, dass irgendein Chemiker hier reinkommt. Man könnte sagen, jetzt hat er nachts schlecht geträumt, er braucht eine Apparatur, die muss so und so und so aussehen. Ja, und dann kommt er hier hin und dann sprechen wir das durch, wie das machbar ist. Ja, und dann probieren wir aus. Es kann schon mal sein, dass man da irgendwo ein Vierteljahr rumprobiert, bis das Ding dann funktioniert. Ja, jetzt müssen wir einen Augenblick warten, bis das abgekühlt ist. Ja. Und dann geht's weiter. Jetzt kann man es hier schon langsam anpassen. Nicht so weit vor. Ja. Ja, so lau warm. Das geht schon. Ne? Ja. Und wie heiß muss die Flamme sein, damit man überhaupt damit arbeiten kann? Also der Weichungspunkt von dem Glas liegt bei ungefähr 560 Grad. Aber die Verarbeitungstemperatur, die liegt bei 1200. Viel höher schafft unser Brenner hier nicht. Und es kann natürlich auch ein bisschen drunter sein, nur das merkt man ja, dann wird es schnell wieder hart. Und welche Unterschiede gibt es da zu irgendwie Gebrauchsglas, normalem Glas im Haushalt? Ja, zu Haushaltsglas im Prinzip keinen Unterschied, weil Kaffeekannen und so, die müssen auch temperaturbeständig sein. Es gibt einen Unterschied zu Weichgläsern, woraus zum Beispiel Cola- oder Bierflaschen gemacht sind. Die würden gewisse Temperaturunterschiede nicht aushalten. Ja, jetzt erstmal hier hinsetzen. Und wenn Sie so sagen müssten, wenn man den Ausbildungsberuf erlernen möchte, welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Ein guter Hauptschulabschluss ist eigentlich alles. Und handwerkliches Geschick gehört auch dazu? Ja, natürlich, aber das kommt auch dann im Laufe der Ausbildung. Und nochmal rein, aber ja? Ja, aber das wird nicht mehr wert. Im Umgang mit dem Brenner, spätestens beim zweiten oder dritten Mal verbrennen, dann passt man auf. Ach so, das passiert auch häufiger, dass man sich mal verbrennt? Das passiert auch, ja. Ist es dann sehr schlimm oder geht's? Ja, es kommt halt davon. Wie weit die Hand drin war, so ungefähr? Dann muss das Ganze durchbrennen. Ja. Und dann einfach ablegen und dann noch irgendwas machen bis Ende. Die schweren Kiste da. Ja. Wenn ich da jetzt gleich noch einen Atem dran mache, ist die Weihnachtskugel fertig. Sehr schön. Das sieht einfacher aus, als es ist, das stimmt. Gut. Oh, das schenkt sie mir. Ist aber nett. Dankeschön. Für Weihnachten. Perfekt. Kann ich direkt an den Weihnachtsbaum hängen. Klasse. Meine sieht dagegen nicht ganz so toll aus, aber ein Versuch war es wert. Ja, ich glaube auch.